Moin, schön, dass ihr hier seid. Unsere heutige Bestenliste zeigt die derzeit besten Akkusauger mit aktuellen Tests auf dem Markt. Vielseitig, handlich, leicht, kabellos. Achtet insbesondere bei einer großen Wohnfläche auf eine lange Akkulaufzeit und kurze Akkuladezeit. Wir zeigen euch die derzeit besten Akkusauger am Markt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Bevor wir jetzt aber schon ins Detail gehen, sollten wir erstmal loslegen. Falls euch übrigens das Video jetzt schon gefällt, dann lasst doch schon mal einen Daumen nach oben und gerne auch ein Abo da. So, jetzt geht's aber wirklich los. Wir beginnen mit Platz Nummer 3, dem Philips Speed Pro Max Plus Aqua XC8147-01. Für rund 480 Euro könnt ihr diesen kaufen. Getestet vom Testmagazin mit sehr gut und Kunden gaben diesem Gerät eine 1,4. Saugen und Wischen mit Power. Seine Stärken sind die sehr lange Akkulaufzeit, der Akku ist austauschbar, der große Staubbehälter und die hohe Saugleistungen auch auf Teppichen. Die Schwächen sind die sehr hohe Lautstärke und die lange Akkuladezeiten. Maximal 80 Minuten hält der Akku im Saugwischer Speed Pro Max Plus Aqua XC8147-01 von Philips durch. Damit bietet er eine Leistung, die ihr nicht häufig bei einem batteriebetriebenen Gerät findet. Am Ende der Akkulebensdauer, laut Hersteller nach 5 Jahren, tauscht ihr ihn über den Herstellerservice aus. Die Reinigungsergebnisse dürften angesichts der technischen Spezifikationen solide ausfallen. Die motorisierte Saugdüse wirbelt den Staub auf, der Zyklonmotor mit 1100 Litern Luftwirbel pro Minute saugt ihn ein. Das reicht selbst für hartnäckige Tierhaare aus. Der Schmutz landet in einem 0,6 Liter großen Staubbehälter, noch ein großzügiger Wert. Zum Wischwasser gebt ihr euer Reinigungsmittel nach Wahl. Die Größe des Wassertanks verrät der Hersteller leider nicht. Zu den guten Eigenschaften gesellt sich leider ein sehr lautstarker Motor. Der Geräuschpegel liegt mit 84 Dezibel über dem Grenzwert. Der beträgt 80 Dezibel. Ihr zahlt aktuell rund 500 Euro für den Sauger mit Power-Akku. Angesichts der Leistung ist das angemessen. Ein ähnliches Gerät ohne Wischfunktion ist der Philips Speed Pro Max Plus XC8045-01. Der könnte heute noch mit drankommen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Platz Nummer 2, dem Tineco Pure One S11. Für ca. 350 Euro. Getestet von Selbst ist der Mann mit 5 von 5 Punkten und Kunden gaben ebenfalls eine sehr gute Bewertung mit 1,3 ab. Automatisch saugstark. Seine Stärken sind die hohe Saugleistung, die sensorgesteuerte Regulierung, der wechselbare Akku und das LED-Display. Schwächen sind uns noch keine bekannt. Tineco ist ein recht neuer Kandidat im Markt der Akkusauger. Mit dem Pure One S11 liefert er ein Gerät mit starker Leistung. Es schafft bis zu 22.000 Pascal und bietet dabei einige clevere Features. So stellt sich die Saugkraft automatisch auf den Verschmutzungsgrad ein. Das kann zwar Akkukraft kosten, optimiert und beschleunigt jedoch den Reinigungsvorgang. Die Batterie hält bis zu 40 Minuten, was ohnehin ein starker Wert ist. Über ein Display lest ihr unter anderem die Akkukraft und anstehende Wartungen des Filters ab. Das funktioniert außerdem über eine App. Das Magazin Selbst ist der Mann hat ein Auge auf den Tineco-Sauger geworfen und lobt unter anderem den Wechselakku sowie die solide Verarbeitung. Käufer bestätigen das und bescheinigen außerdem eine starke Saugkraft. Damit dürftet ihr mit dem Kauf für einen Preis von aktuell rund 350 Euro richtig liegen. Übrigens findet ihr diesen Akkustaubsauger und alle weiteren getesteten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir aber zu Platz Nummer 1 und diesen Namen haben wir heute schon mal gehört, der Philips Speed Pro Max XC7042-01 für rund 310 Euro. Kunden gaben diesem Gerät eine 1,2. Der Stabstaubsauger mit Rundumbodendüse. Seine Stärken sind die allseitig ansaugende Bodendüse, die gute Saugleistung auch auf Hartböden, die LED-Frontbeleuchtung, die Anzeige der Leistungsstufe und der Akkukapazität. Schwächen sind die lange Ladedauer,
dass er ein wenig auf Teppichen schwächelt und er ist vergleichsweise laut. Der Akkustaubsauger von Philips arbeitet nach dem Zyklonprinzip. Er benötigt dementsprechend keinen Filterbeutel. Ihr könnt den Philips als Stabstaubsauger und als Handsauger, etwa zur Reinigung der Polstermöbel oder des Autos, verwenden. Für besonders gute Reinigungsergebnisse soll die allseitig ansaugende Bodendüse sorgen. Gespeist wird der Sauger von einem 25 Volt Lithium-Ionen-Akku. Die Kapazität des Akkus wird ebenso wie die aktuelle Leistungsstufe auf einem digitalen Display angezeigt. Pro Akkuladung ist ein etwa 20-minütiger Dauerbetrieb auf höchster Leistungsstufe möglich. Danach muss das Gerät für unangemessene lange 5 Stunden zum Wiederaufladen ans Netz. Bei Reinigungsarbeiten in schlecht zugänglichen Bereichen stellt die integrierte LED-Frontleuchte eine erhebliche Arbeitserleichterung dar. Und das war's auch schon mit unserem Vergleich der besten Akkusauger. Da jeder seine eigenen Stärken und Schwächen hat, sollte jeder für sich selbst entscheiden, welcher am besten zu ihm passt. Ich hoffe, dass ich euch allerdings ein wenig bei eurer Kaufentscheidung helfen konnte. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Und vielleicht verrätst du uns ja auch in den Kommentaren, welches Produkt dir am besten gefällt und für welches du dich womöglich schon entschieden hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.